Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Tropical Garden von mir, Sammy Ray. Ja, es ist wieder Donnerstag und das heißt, es geht wieder in die Tropen. Wie ihr es eben im Titel schon gesehen habt, soll es heute ein klein wenig in den Untergrund gehen, denn der Bootride ist fast fertig, der Breakdancer ist in der letzten Episode fast fertig geworden und hier war ja noch diese Vertiefung oder wo immer die Toilettenhäuschen auch so rumstanden, erstmal als Platzhalter und die Leute immer fleißig dran vorbeigelaufen sind. Und dann muss natürlich auch hier weitergearbeitet werden. Das Ganze sollte von vornherein schon immer alles hier unterirdisch sein. Und und damit das einfach nicht so langweilig ist, gibt es natürlich auch hier drin eine ordentliche Gestaltung. Und weil ich ja dann auch ab und zu mit dem mit der Kopiertechnik hier so ein bisschen mich angefreundet habe, habe ich mir hier so alles so ein bisschen rausgesucht, was ich denn für die Wandgestaltung hier vielleicht haben möchte und versucht das hier alles so ein bisschen zu platzieren, damit dann an dieser oder mit dieser einen Wand alles so ein bisschen schön kopiert wird oder werden kann. Einiges musste dann hier natürlich wieder so ein bisschen umgestellt werden und wieder verändert werden, weil es mit dem Platz hier nicht so gereicht hat oder in dem Fall hier alles ein bisschen doch größer war als eigentlich angenommen. Und so langsam nimmt diese Wand hier die Form an und auch die einzelnen Elemente. wie sie denn aussehen sollen, werden hier letztendlich so reingesetzt. Die Leute laufen immer noch fleißig drumherum, aber egal. Und dann hatte ich mich hier auch mal entschieden, so einen Fußboden reinzunehmen. Und deswegen habe ich da vorne schon mal eine Platte gesetzt, damit dann es optisch halt so aussieht, als wenn es durchgängig ist, was hier alles belaufen werden kann oder abgelaufen werden kann. Das natürlich nicht wirklich so ist, weil hier die einzelnen Wege natürlich vorgegeben sind. War aber auch ganz nützlich, muss ich sagen. Denn nachher am Ende kommt natürlich auch hier noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, aber ein paar Bänke kommen hier auch noch rein. Wahrscheinlich, falls man auf die Familie warten muss oder wer auch immer da noch dabei ist oder Freunde oder keine Ahnung. Und deswegen macht sich das nachher mit den Bänken ganz gut. Da habe ich gesehen, dass der Boden dann irgendwie uneben ist. Wie auch immer das da passieren kann, weiß ich nicht. Nehme ich später, glaube ich, wahrscheinlich dann auch nochmal kurz weg. Und weil so ein Weg kann ja nicht gerade gemacht oder kann er nicht von mir aus begradigt werden, der muss erst das Toilettenhäuschen verschwinden, dann muss der Boden begradigt werden und dann irgendwann mit dem neuen Weg funktioniert es dann. Hat es hier jetzt auch. Da hinten war auch noch so eine Ecke, die musste weg und keine Ahnung, wie die denn da auf einmal immer so auftauchen, diese kleinen Fehler, aber naja, man versucht sie dann irgendwie im Nachhinein immer so ein bisschen zu bereinigen und manchmal klappt es, manchmal muss man was verstecken, dann klappt es halt nicht, aber ja, dann wird es halt so ein bisschen optisch vertuscht, würde ich mal sagen. Da hier oben der Bootreit drüber geht, muss natürlich diese Treppe hier auch so ein bisschen ordentlich angeschlossen und abgeschlossen werden. Und komischerweise war die hier wieder schief oder schräg, sagen wir es mal so. Und dementsprechend sind die Wände hier so ein bisschen wieder begradigt worden, rausgenommen worden und angepasst worden. Ist manchmal so, das sieht man von ja oft vorher nicht und deswegen gibt es dann immer dementsprechend viel Nacharbeit. Aber gut, davon lasse ich mich mittlerweile ja auch nicht mehr abschrecken, das wird dann einfach gemacht und deswegen werden die Episoden länger bzw. werden die Bauabschnitte größer und länger und deswegen zieht sich das auch oft alles in die Länge. Ist halt so, kann man nicht vermeiden. Ich nehme es dann irgendwann so hin und versuche das Beste draus zu machen. Dementsprechend wird das Ganze hier auch noch so ein bisschen aufgehübscht und damit das nicht einfach hier nur so ein Durchgang ist, kommt hier oben natürlich auch noch eine kleine Begrenzung rein und eine Zaun würde ich es nicht gerade nennen, aber und damit von oben auch die Gestaltung noch ordentlich ist, gibt es natürlich auch wieder hier die Wurzeln. Und ich habe, glaube ich, da auch ein paar Käfer mit reingesetzt, die dann noch so ein bisschen rumlaufen.
Und damit hier der Bootskanal nicht so zu sehen ist, wird auch der mal wieder etwas abgedeckt. Diesmal mussten ein paar Fensterteile herhalten, die machen sich dann halt hier ganz gut. Warum hier auf einmal eine Schräglage drin war, weiß ich auch nicht. Da musste ich halt ein bisschen nachjustieren. Keine Ahnung, weil normalerweise, also ich hatte eigentlich gedacht, das Fenster, wenn man das hier so ransetzt, dann ist das gerade, aber nein, ist es nicht. Gut, ich habe es gemerkt und dementsprechend konnte man das dann hier, oder konnte ich dann reagieren. Ja, ich wollte ja diesen nackten Kanal nicht einfach so wieder in der Gegend rumstehen lassen. Ich habe mir schließlich auch außerhalb hier wahnsinnig viel Mühe gegeben, das Ganze zu verkleiden. Und dann wäre es hässlich gewesen, wenn ich das hier nicht mache. Da das Ganze ein bisschen langweilig sonst wäre, wenn ich hier 1000 Teile wieder setze, habe ich das natürlich geschnitten. So habe ich das rausgenommen. Und ja, das Endergebnis ist dann dementsprechend zu sehen. Und hier geht es auf die andere Seite. Die muss natürlich dann auch wieder korrigiert werden. War dann wahrscheinlich... Das sind also die kleinen Dinge, die man vorher gar nicht so sieht, wenn man hier einfach mal eine Treppe baut und unten ein Klo hinstellt. Das sind dann viele Sachen, die einfach nochmal nachgearbeitet werden müssen. Aber gut, ist egal. Mache ich einfach, ist nicht so schlimm. Ja, und der Durchgang hier war dann auch gar nicht so einfach. Da musste ich dann aufpassen, dass ich hier nicht zu tief mit meinen Bauelementen komme und oben natürlich dementsprechend nicht den Bootreit sozusagen gleich cutte oder abschneide oder durch irgendwelche Objekte durchfahren lasse. Ich glaube, das habe ich nachher ein bisschen später noch gemacht. Da habe ich mich nicht gleich so rangetraut. Hier gibt es dann, wie vorhin schon gesagt, erstmal die paar Bänke zum Ausruhen. Dafür war das dann wieder gut geeignet, dass hier die Wege einfach nur zu diesem Objekt hingehen und man dementsprechend die Seiten dann nutzen kann, um diese Bänke hinzustellen, denn eine Bank kann nicht einfach auf einem Weg stehen oder ja, das funktioniert nicht. Die können immer nur am Rand oder über den Rand hinaus ein paar Millimeter stehen und dann war es das. Woanders kann man diese Bänke nicht hinsetzen. Ja, deswegen war es in diesem Fall dann gut, dass da halt mal das Spiel oder dass ich da halt die Wege nicht komplett über die ganze Fläche gesetzt habe, so dass ich das dafür noch ein bisschen nutzen konnte. Ja, wie auch auf dieser Seite, ja, geht natürlich dann die Treppe auch wieder schräg raus und dementsprechend musste hier auch korrigiert werden. Überflüssige Teile habe ich gleich weggenommen, auch wenn das hier wahrscheinlich nur 3, 4, 5 gewesen sind, aber egal. Die Masse macht es nachher am Ende. Das, was alles nicht zu sehen ist, das versuche ich dann wegzunehmen, rauszunehmen. Hier habe ich einfach mal so ein Element aus der Pyramide noch rausgenommen. Da hatte ich gedacht, das kannst du vielleicht nochmal benutzen, um oben den Bootreit zu umbauen, zu verstecken. Das Stück, was da oben noch offen ist und zu der anderen Seite sozusagen fehlt, hat nicht ganz hingehauen, so wie ich das wollte. Warum ich da die Beine von der Statue noch mit hingestellt habe, weiß ich gar nicht, was ich damit überhaupt decken wollte. Passte jedenfalls nachher nicht rein und deswegen habe ich das auch wieder rausgenommen und mir hier andere kleine Sachen dann überlegt, damit das dann doch ein bisschen anders aussieht als in der Pyramide selbst. Bin dann halt bei diesen runden Scheiben gelandet und habe dann wieder ein paar andere goldene Elemente hier noch mit reingenommen. Das ist ja schließlich das, wo das in der Bootstour auch geht. Diese braunen Wände und diese ganzen Goldelemente an der Seite. Hier habe ich, glaube ich, nur ein bisschen die Farben weggelassen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das Ganze doch ein bisschen alles nicht so glatt stehen lassen kann, sondern der Form der Bootstour so ein bisschen anpassen muss. Also musste hier auch wieder einiges an Elementen angefasst werden, die mussten wieder verschoben werden. Und dann sieht es nachher letztendlich so aus, als wenn das hier auch so ein halbes Gebäude ist, wo dann die Bootstour noch durchführt. Was dann natürlich auch dazu führt,
dass am Ende wahrscheinlich wieder ein ganzes Gebäude ja so nebenbei herausspringt, würde ich mal so sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich da in diesem Video noch drauf komme, weil ich glaube, wir sind jetzt, nein, in 4 Minuten, glaube ich, sind wir am Ende oder in 6 Minuten. Vielleicht ist davon noch ein bisschen zu sehen. Hier geht's ja, ich habe es letztendlich hier dann fast zugemacht, einfach wo der Berg nachher aufhört, glaube ich, ist dann auch dieses diese Rundung, dieses, ja, dann zu Ende, so dass man tatsächlich optisch die den Eindruck hat, dass es sich hier um ein Gebäude handelt, in das man wieder fährt oder dass man durchfährt. Farblich hat mir hier einfach diese diese Säulengestaltung von außen noch gefallen, deswegen habe ich mit dem mal hier einfach so fix reingeholt, ohne da groß irgendwie, ich wollte da nicht groß was anstellen, deswegen habe ich da mal wieder auf bereits fertige Sachen zurückgegriffen. Sonst macht man sich wahrscheinlich in einigen Sachen auch alles viel zu schwer und damit auch von hier, von innen dann der Eindruck entsteht, dass es ein Gebäude ist, gibt es dann dementsprechend auch eine Decke. Die habe ich dann aber ja nicht noch großartig hier gestaltet, die habe ich dann einfach so farblich gelassen und ich glaube ein paar Elemente, ja, Tropfstein, Höhlenelemente, glaube ich, kommen da noch drauf. Hier wollte ich einfach irgendwie nochmal einen sauberen Abschluss hinkriegen und ich habe mir das einfach als damit das Ganze gerade dem Weg gegenüber ist, habe ich einfach hier mal diese Säule mit nach oben gezogen, um ja eine gedachte Linie einfach zu haben und das Ganze hier oben dann glatt auslaufen zu lassen, weil hinten ist das ja doch ein bisschen anders. Es ist schon wieder eine Weile her, als ich das aufgenommen habe, deswegen weiß ich gar nicht, ob da auch noch eine Gestaltung, doch Wurzeln und ähnliches, die kommen alle noch ran, das stimmt. Ich gucke jetzt einfach mit und werd dann sehen, was ich dann hier einfach noch so hingebaut habe. Ich weiß es nämlich nicht mehr wirklich. Und da ich ja in dieser Geschichte ja auch schon ziemlich wieder an anderen Sachen dran war, die ich dann fertig gemacht habe, denn hier drüber ist irgendwann auch nochmal ein Flatride entstanden und davor hat es dann auch noch ein großes Gebäude gegeben und deswegen bin ich jetzt hier gar nicht mal so wirklich auf dem Laufenden, aber jetzt, wo ich es hier sehe, weiß ich wieder, was ich hingebaut habe. Also auch eine ordentliche Gestaltung. Einfach hier so nackt irgendwas stehen lassen, das mache ich ja nicht. Also versuche ich das Ganze hier dann mal schon ein bisschen hübsch zu machen. Da habe ich gedacht, baue ich eine Säule hin, brauche ich keinen hin. Habe ich probiert und dann auch gleich wieder sein gelassen, weil das nicht so, sah nicht ordentlich aus. Und hier gibt es dann, wie so oft, dann diese Wurzelteile, die das Ganze dann wieder etwas auf alt trimmen. Und der Wasserfall hier, der hing ja auch noch so in der Luft, der war ja einfach schon lange, lange da. Da fällt mir ein, den muss ich noch timen, das hat irgendwie gar nicht damals so geklappt, als ich den hier hingesetzt habe. Der lief jetzt einfach hier immer so mit und die Leute werden dann hier erstmal kräftig nass, weil der Wasserfall nicht ausgeht. Und dementsprechend, weil das hier eine Art Tempeldurchfahrt ist, gibt es natürlich auch wieder hier die Lianen und das ganze Gedöns, was dann in einem Dschungel so auf einen zukommt. Damit das alles ordentlich aussieht, muss da halt auch sowas hier mit rein. Und Beleuchtung ist auch immer sehr wichtig und deswegen dürfen natürlich die Fackeln auch nicht fehlen. Das gleiche passiert dann hier auf der anderen Seite. Da wird es dementsprechend auch noch angepasst und hier vor der oder an der Ausfahrt aus dem gedachten Tempel natürlich auch noch. Denn einfach hier so diesen Berg stehen lassen ist nicht so schön. Sicherlich hat man hier im Spiel auch dieses eine Tool, was dann das Ganze so ein bisschen aufraut. Aber das nutze ich eher selten. Das für meinen Geschmack erzielt das nicht oder oft nicht so diesen gewünschten Effekt, den man ihn gerne hätte. Und deswegen gibt es halt immer ein paar Steine und ein paar Wurzeln und dann sieht das in meinen Augen ein bisschen besser aus als wie ich dann gerne hätte. Sagen wir es mal so. Weil da oben der Felsen noch aus dem Terraforming so da ist. Und
später natürlich, ich glaube im Schatten sieht man es ab und zu, ich hatte den schon mal als Test da oben hingestellt, kommt später, kann ich ruhig sagen, Skyfly hin, müssen hier noch ein paar Steine her. Gut, für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich natürlich über Kommentare, Likes und Abos freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Deswegen, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.